Der Social Day der Auszubildenden von Technotrans aus Sassenberg. Gemeinsam haben sie sich auf den Weg zu den Freckenhorster Werkstätten gemacht. Den Ort haben sie selbst ausgesucht. Timo Schenkhorst von der IHK Nordwestfalen begrüßt sie und freut sich über den Einsatz. Ja, ihr zeigt halt auch heute einfach, dass das Engagement der nächsten Generation der Fachkräfte von morgen nicht am Betriebstor endet. Wir hoffen, dass ihr heute halt auch in Tätigkeiten, die ja für euch vielleicht nicht so alltäglich sind, dass ihr da ein bisschen was mitnimmt. Nochmal herzlichen Dank für euer Engagement und eure Teilnahme am heutigen Social Day. Als Dankeschön und als Erkennungszeichen gibt es das graue Hoodie der Initiative Industrie. Und wie tatkräftig die 12 Auszubildenden aus allen Bereichen des Unternehmens sind, das merkt man dann sofort. Eine der Aufgaben heute, eine Hecke pflanzen, die als Sichtschutz dienen soll. Ich finde einfach die ganze Aktion hier, finde ich einfach super. Ein Buschpflanzen für die Freckenhorster Werkstätten. Man tut auch was für die Freckenhorster Werkstätte, aber auch für die Natur. Das macht mir Spaß, der Natur was zurückzugeben, weil ich finde, wir Menschen machen sie auch ziemlich kaputt. Und wenn man eine Kleinigkeit zurückgeben kann, ist das schon ein großer Schritt nach vorne auf jeden Fall. Wir sind ein modernes Unternehmen und sind sozial engagiert auf jeden Fall. Und ich finde das auch gut, dass Technotrans sowas unterstützt, dass wir auch mit der IHK da zusammenarbeiten und sowas Soziales auf die Beine stellen können. Und ja, ich glaube, das macht eigentlich so einen ganz guten Eindruck als auf die Industrie, dass man auch mal fernab von dem Ganzen mal was anderes machen kann. Damit ist die Idee des Social Days perfekt zusammengefasst. Auszubildende aus Industrieunternehmen engagieren sich sozial. Organisiert von der Initiative Industrie und der IHK Nordwestfalen. Und die Hilfe ist hier bei den Freckenhorster Werkstätten sehr willkommen. Ich finde das gut, ne, dass die Auszubildenden mal aus dem Betrieb rauskommen, andere Gewerke sehen, andere Berufsbilder kennenlernen zum einen, aber auch in Einrichtungen wie uns, bei uns halt tätig werden mit unseren behinderten Mitbürgern, die wir haben, vielleicht auch noch ein bisschen Kontakt kommen. Schauen wir mal. Neben der Unterstützung geht es also auch darum, Einblick in soziale Einrichtungen zu bekommen. Es ist auf jeden Fall ein komplett anderer Tag als sonst für die Auszubildenden. Ja, sonst sitze ich ja eher im Büro am Schreibtisch und erledige da Aufgaben in der Sachbearbeitung meistens. Und hier sind wir jetzt fleißig am Buddeln und am Hecke beschneiden. Und ist ja was ganz anderes mal einmal. Letztes Jahr haben wir auch schon mitgemacht und es macht echt eigentlich immer ganz viel Spaß, weil ist mal was anderes, so ein bisschen aus dem Büro rauskommen und ein bisschen hier ehrenamtlich zu helfen. Und damit sind die Technotrans Azubis die besten Botschafter für die Industrie. Aber es inspiriert sie auch persönlich. Ich fühle mich dabei sehr gut, denn ich leiste ein bisschen soziale Arbeit, auch mal außerhalb vom Büro, vom normalen Alltag, den man so hat. Und Abwechslung ist auch nicht schlecht. Es macht auf jeden Fall mal Spaß, mal was anderes zu machen auch mal. Also auch in der Firma macht man viel anderes, aber das ist ja immer eine ganz andere Arbeit. Auch das Miteinander. Im Betrieb ist es etwas ganz anderes. Jeder hat da so seine Tätigkeiten, jeder ist in einer Abteilung eingeteilt und man läuft sich da meistens so in den Pausen über den Weg und so mit den anderen Kollegen jetzt vor allem, das ist diese ehrenamtliche Tätigkeit. Das ist ja, macht Spaß. Das merkt man. Auch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Innerhalb weniger Stunden ist die Buchenhecke gepflanzt. Die Auszubildenden denken schon viel weiter, nämlich an nächste Projekte und daran, wie die Hecke wachsen wird. Wenn man, denke ich mal, in ein paar Jahren wieder hierher kommt oder, sag ich mal, hier rumfährt, dann sieht man, was man geschaffen hat, auch mit seinen Händen und zusammen mit Freunden und Auszubildenden. Ja, beim nächsten werde ich, glaube ich, auch wieder dabei. Und ich würde das auch empfehlen. Das macht Spaß, das ist eine gute Sache. Das ist einfach auch eine schöne Aktion von Technotrans, dass sie sagen, ey, wir machen was, wir tun was, wir reden nicht nur, wir machen was. Und genau das macht den Social Day aus.